Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Farming Simulator 2017 hier auf dem Multiplayer Server vom Ole im Prinzip und dem Rest der Crew. Ja, heute sind wir eher ein bisschen alleine unterwegs, denn ich dachte mir, jetzt nach den doch 10, 12 Livestreams, die wir jetzt hier hatten, ist es dann mal Zeit, dass wir das Ganze auch langsam aber sicher mal im Singleplayer angehen. Deswegen wahrscheinlich montags immer die LS-Folgen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen werden, ob das hier bei dieser Folge bleiben wird oder bei dieser Art. Weil eigentlich habe ich mir vielleicht auch überlegt, ob wir nicht einfach montags immer einen Livestream einlegen. Das Problem ist, alleine Livestream, weiß ich nicht, wenn der Ole dann noch dabei ist, ja, wenn die anderen noch dabei sind, dann schon eigentlich ziemlich safe. Weil ich sag mal, ein Livestream macht, wenn du zu mehr Leuten bist, eigentlich am meisten Spaß. Wenn du einfach deine 4-5 Leute hast noch im TS, die mit dir rumquatschen und hier rum Scheiße machen. Wir haben zum Beispiel heute schon wieder richtig fett viel gemacht. Es ist generell eigentlich richtig viel passiert seit dem letzten Livestream, der, glaube ich, nämlich jetzt doch schon 2 Wochen vielleicht oder eine Woche auf jeden Fall her ist, glaube ich. Vielleicht sogar 2 Wochen. Wir haben unglaublich viel investiert. Ihr seht, wir haben, ich weiß gar nicht, ob ihr das hier schon kennt, wir haben hier fett in die Ballentechnik investiert und heute zum Beispiel habe ich einen größeren Ladewagen noch gekauft. Wir haben einige neue Felder. Ich weiß nicht, das hier, glaube ich, kennt ihr zwar schon, aber wir können hier gerne mal schauen. Einige neue Felder, so viele sind es eigentlich nicht, Feld 10. Aber wir haben zum Beispiel auch noch einiges an Gerätschaften erweitert. Ihr seht, neues Güllefass, neuen Traktor, 939 Vario. Entschuldigung, wir müssen das Güllefass zuklappen, das ist zu breit. 939 Vario und ich finde, der steht richtig schön da. Also das Ding ist schon nicht fett. Also ist schon nicht fett, ist schon richtig fett. Und ja, Kostenpunkt irgendwie knapp 300.000 oder gut 300.000, irgendwie so um den Dreh. Aber wir hatten es ja und aktuell haben wir es sogar auch. Ihr seht, wir sind beim gut Geld machen, wir sind nichts im Minus und ihr fragt euch vielleicht, wo kommt denn jetzt hier immer schrittweise das Geld her? Ist das irgendwie ein Bug, ein Cheat oder sonst was? Nein, es ist unsere Geldquelle, die wir heute wieder aufgefüllt haben und wir werden auch gleich hinschauen. Ich muss nur noch die reine Reihe hier düngen und dann müssen wir sowieso wieder hoch. So. Und zwar über die Biogasanlage. Wir haben heute wieder großes Maishäckseln gemacht. Da waren auch wieder etliche Leute da, wie der und der andere. Nee, also Ole war da, es war Max da, es war, ich glaube, Twi war mal ganz kurz da, aber ich glaube nicht lange, den hält es nicht so lange immer. Jojo war da, das war auch ganz gut. Meine Wenigkeit war auch da, komischerweise. Ja, ich weiß gar nicht wieso. Wer war noch da? Habe ich irgendjemanden vergessen? Ri war da. Den vergesse ich immer so gern, den KD9B. Ha, Entschuldigung. Und ansonsten, glaube ich, war es das heute schon wieder. Zumindest wo ich da war. So, das muss reichen. Fahren wir hoch zur BGA. Und ja, wir hatten alle Felder, bis auf Feld 18 und 10 und 16 angesät mit Mais. Und haben dann für die BGA gehäckselt. Für den Fall, dass sich der ein oder andere fragt, what the fuck sind das viele Bäume? Ja, das sind viele Bäume. Das sind ein Haufen Bäume. Die hat Ole mal eben in so 10 Minuten, Viertelstunde hat er die gesetzt. Und ihr seht, das sind unsere beiden Feldabteile. Also ihr seht, bei Feld 18 komplett Bäume, Feld 22 der obere Zipfel. Nur Bäume. Und wir haben ja auch einen Skorpion mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon wisst. Hier ist ihnen ein Baum auf der Straße entwichen, keine Ahnung. Also wir haben auch mittlerweile einen Skorpion, also wir haben auch die Möglichkeit, das richtig gut zu ernten. Und es klappt auch echt gut. Also was wir schon Geld mit Holz gemacht haben, Leute, ist echt krass. Weil wenn du überlegst, wir hatten das Feld schon mal mit Bäumen gesät. Hier auch alles, war alles mit Bäumen angesetzt. Sind mittlerweile auch schon alle weg. Ich weiß gar nicht, wo der Skorpion... Doch, momentan sind wir bei Feld... Über Feld 20, die seht vielleicht die gelben und grünen Punkte. Da ist der Skorpion und der Häcksler. Weil die Bäume erst noch wachsen müssen. Die haben unglaublich lange Wachstumsdauer. Also bis die mal so weit sind, dass du die da wirklich umschneiden kannst. Beziehungsweise du kannst die jetzt auch schon umschneiden, aber es bringt dir halt nicht so viel. Und deswegen warten wir dann noch ein bisschen. So, und jetzt sind wir bei unserer Einnahmequelle, die wir so schön nutzen können. Erstmal kurz schauen, wie viel Füllstand. 62%, okay, 500.000 Liter haben wir noch drin. Das war schon mal bei fast 100%, ich glaube über 93 oder sowas hatte.
Und hier sind wir bei unseren Silos an der BGA angelangt. Und ihr seht, das hier ist schon wieder fast leer. Da waren allerdings auch nur 300.000 Liter drin. Das war nämlich der Rest vom letzten Mal noch. Der hat nicht mehr ins erste Silo gepasst. Das ist mittlerweile auch schon fertig. Das war der erste Schwung, den wir gehäckselt haben. Ich glaube, das kommt aus Feld 12, 14, 15 und 19. Dieser Bereich hier drüben kommt komplett aus Feld 24, 23, 22, 26, beziehungsweise alles, was da nicht mehr reingepasst hat, ist dann noch hier drin. Und hier sind auch nochmal 500.000 Liter fast drin. Im ersten sind... Also im zweiten kann ich euch nicht sagen, weil wir da beim Gären sind. Beim ersten sind... Kann ich euch auch nicht sagen, weil wir da auch noch ein bisschen Gärung haben. Aber in 7% Gären wissen wir es, aber ich sage mal so knapp 1 Million. Ne, nicht ganz so viel. 800.000, 700.000. Denn wir haben relativ viele Probleme mit den ganzen Bugs, unter anderem diesen Silage-Bugs hier an der Seite. Die bekommst du nämlich im Multiplayer nicht weg. Im Singleplayer sind die nicht da, im Multiplayer schon. Und deswegen kannst du die Silage nicht gescheit aufschieben. Darum sind die hier immer nur so halb eigentlich befüllt. So wie es nämlich hier drüben ausschaut, so sollte das Ganze eigentlich sein. Ja, so sollte man das richtig schön aufschieben können. Und dann passen hier auch 2 Millionen Liter rein. Und dann schaut es auch mega geil aus und es geht super zum Verdichten. Wir haben nämlich übelst den Abfuck immer gehabt mit dem Verdichten bei diesen Silos, weil es einfach sowas von scheiß behindert ist. Mittlerweile bei den beiden Silos hier haben wir es so gemacht. Ole ist in die Config reingegangen unter Career Safe Game, nee, unter Vehicles, glaube ich. Und hat da bei den Silos rumgespielt und hat die quasi fertig verdichtet. Weil irgendwann, Leute, du fährst da eine halbe Stunde drüber und du musst jedes Mal fast kotzen, weil es einfach so scheiße ist. Ich weiß nicht, hoffentlich fixen sie das noch irgendwie, ändern das noch irgendwie, ich weiß es nicht genau. Nichtsdestotrotz, es ist vollbracht. Wir haben wieder jede Menge Kohle, normal bekommst du gut Geld raus. Also normal müssten wir jetzt 100.000 allein aus dem Silo fast rausbekommen haben, je nachdem wie natürlich immer der Preis steht. Das ist natürlich auch entscheidend. Schauen wir mal, aktuell wird er schon wieder ganz schön gesunken sein. Ja, 273 ist noch okay. Angefangen habe ich bei 313, glaube ich. Also alles über 300 ist eigentlich richtig, richtig top. Da musst du es eigentlich fast weghauen. Außer es wäre mal eine große Nachfrage, Alter. Das wäre mal richtig cool. Aber unter 250 verkaufe ich es eigentlich schon nicht mehr so gern. 240 eigentlich dann wirklich sehr, sehr ungern. Unter 230 eigentlich gar nicht mehr. Weil du da einfach, das lohnt sich dann einfach nicht mehr so wirklich. Und ihr seht aber trotzdem, wir machen richtig gut Geld. Und zwar immer so im Schrittweise, denn dieser Bunker-Silo-King hier, der kann 50.000 Liter halten. Und das Silo am Anfang, wenn das Ding leer ist, dann macht es halt nonstop. Also es ständig rattert dein Geld darauf. Wenn es einmal einen gewissen Füllstand erreicht hat, whoop, rumbackig. Wenn es einmal einen gewissen Füllstand erreicht hat, dann ist es dementsprechend so, dass das Geld halt immer nur so tropfweise reinkommt. Was genau das ist hier mit der Grafiktextur, finde ich auch ein bisschen komisch, weil das soll voll sein. Ich meine, das ist nicht mal halb voll. Also bin mir nicht sicher, was sie da sich gedacht haben dabei. Genau, eigentlich könnten wir dann theoretisch vorspulen. Das Schlimme ist nur immer, wenn man vorspult, dann wird wahrscheinlich auch der Preis sinken. Wenn wir uns sonst mal so die Preise anschauen, beziehungsweise die Korntanks, die sind alle ein bisschen verbuggt. Das kann ich euch eigentlich auch noch erzählen, den nächsten Bug, den wir, den nächsten großen Bug, den wir haben. Zunächst, wir haben uns ein paar neue Gerätschaften gekauft. Die möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Wir haben uns einmal einen großen Gripper gekauft. Das kennt ihr alles schon. Handy machen wir mal auf lautlos. Wir haben ein paar Kipper. Wir haben den IT-Runner. Den hat sich Ole letztens gekauft. Da hatten wir dann minus 200.000 Schulden, weil ich davor nämlich noch den neuen Drescher gekauft habe für Jojo. Auch nochmal 500.000 zusammen mit dem neuen Schneidwerk. Jetzt haben wir quasi zwei Drescher. Die Schneidwerke stehen hier, der Drescher steht da, den könnten wir eigentlich auch mal noch einquartieren dabei. Wobei wir den wahrscheinlich gleich losschicken werden, das lohnt sich nicht mehr. Das Ding muss ich noch aufräumen. Ich habe jetzt heute, das Ganze jetzt neu, wir haben jetzt die Halle hier gekauft. Ich für 45.000 habe die alte verkauft, weil ich finde das einfach richtig cool, wenn du hier diese Tür aufmachst und dann stehen hier deine geilen Gerätschaften drin. Das finde ich hat schon was. Und jetzt kann ich das vielleicht auch mal im Ole zeigen, weil das wollte ich ihm heute eigentlich schon zeigen, und zwar das mit dem Licht. Du kannst nämlich das Licht ein- und ausschalten. Oder auch nicht. Ich dachte, man kann es. Aber es geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, braucht man da vielleicht wieder sowas wie eine Hand und es funktioniert nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es leuchtet da herin sogar auch alles.
Und da haben wir halt jetzt einfach mal zum Beispiel die Sachen reingestellt, die wir jetzt nicht so oft brauchen oder nicht mehr so oft hernehmen werden. Unter anderem eben natürlich hier Krone Big X, der war zwar heute groß im Einsatz, hat auch schon wieder einen Haufen Betriebsstunden. 10 Stunden sind wir mit dem schon wieder gefahren. Wir haben auch nebenbei mal für Pappeln ernten das Ding hier gekauft, aber Leute, lasst bloß die Finger weg vom Pappeln. Das ist so ineffizient, das könnt ihr euch ums Verrecken nicht vorstellen. Du brauchst ewig die Dinger zu setzen. Du brauchst noch ewiger, um die Dinger um zu wachsen. Ja, erstmal auch das, weil ich glaube, das sind mehr als nur die Standardwachstumsstufen. Dann dauert das Ding ewig zum Ernten und der Ertrag ist ein Witz. Also in der Zeit, wo du den Kipper voll machst, hast du den Kipper schon dreimal voll gemacht mit deinem Häckselgut über die ganzen Wälder, die wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Feld 5 ist rechts oben bei der Karte. Darüber ist ein Wald. Der Wald ist weg. Wir können da gerne mal kurz hinschauen. Das habe ich, könnten wir gerne mal kurz schauen. Wir gehen einfach mal her, gehen zu Feld 4, besuchen, genau, zack, sind wir da. Und wir müssen da hoch, ihr seht schon, da ist nicht mehr viel da. Wir brauchen den Fly-Modus. So, weg damit. Leider gibt es keinen Schnellfliegemodus. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Das ist meiner Meinung nach das Schnellste, wie es geht. Aber dafür kannst du halt fliegen. Im Sinne von nach oben, nach unten. Genau. Und ihr seht, hier waren mal jede Menge Bäume. Ihr seht noch an vielen Stellen die Baumstumpen. Wir haben schon einige weggemacht. Also ich nicht. Die anderen halt. aber hier ist nichts mehr da. Der Wald ist weg. Den haben wir komplett abgeholzt. Und das ist, also ein paar Reste liegen noch da. Ein paar verschollene Bäume. Aber ansonsten, Leute, hier ist nichts mehr. Ihr könnt gerne mal selber, wenn ihr Landwirtschaftssimulator habt, startet einfach mal eine neue Welt. Fahrt mal hier oben im Auto und schaut euch mal den Wald an, wie viele Bäume wir hier geerntet haben. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist eigentlich schon krass, was wir der Natur hier angetan haben. Aber wir haben ja, wie gesagt, auch einen Haufen nachgepflanzt. Und zwar mittlerweile über 1000 Stück hat Ole nachgepflanzt. Und das ist schon krass. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Also wie gesagt, Bäume, nicht pappeln. So, dann schauen wir hier kurz weiter. Wir haben, wie gesagt, hier den zweiten Drescher, den zwischendurch mal. Der hat mittlerweile auch 60 Betriebsstunden drauf. Ist auch richtig krass. Dann haben wir hier einen Pflug und eine ganz große Sämaschine. Die steht auch hier drin. Die hat auch seine Daseinsberechtigung. Den Pflug, den habe ich hergenommen, um die Felder nochmal zu vergrößern. Ich habe zum Beispiel Feld 22 und 23 zusammen gepflügt, damit es ein großes Ich ist. Ich habe Feld 26 einmal rundherum gepflügt, damit es nochmal ein bisschen größer wird. 24 habe ich richtig gut vergrößert, 19 nochmal ein bisschen gut vergrößert und der Rest ist eher mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen halt, ja. Ich durfte nicht überall vergrößern, zum Beispiel wollte ich eigentlich bei Feld 14 noch ein bisschen einfach den Weg noch mitnehmen. Das wurde mir allerdings untersagt von Ole. Ich habe es da eigentlich trotzdem gemacht, aber ich habe es wieder zurückgemacht im Sinne von der Walze. Genau, das dazu zu diesem Bestand. Was wollte ich euch noch zeigen? Irgendeinen Bug wollte ich euch zeigen. Genau, ich wollte euch zeigen, und zwar wir haben hier nicht, liegen noch ein paar Bäume. Wir hatten nämlich immer das Problem auch, dass wir eigentlich zu viel geerntet haben und die Preise nicht gestimmt haben, weil wir warten eigentlich immer, bis der Preis stimmt. Und dann, ich könnte eigentlich mal kurz die Eier einsammeln. Und dann verkaufen wir den ganzen Scheiß. Und uns ging eigentlich grundsätzlich immer die Lagerkapazität am Hof aus. Und es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, dass du die Lagerkapazität an deinem Hof einfach erweitern kannst. Und das geht richtig, richtig gut eigentlich. Also im Singleplayer ist da überhaupt kein Problem. Du kannst es so, ich glaube, bis zu, keine Ahnung, wie viele Silos du da dran setzen kannst. Geschätzt jetzt mal unendlich, solange bis du halt keinen Platz mehr hast. Kostenpunkt 120.000 oder so für 100.000 Liter Speicherkapazität. Das ist hier dieses Teil. Das ist normalerweise nicht dabei. Das habe ich dazu gesetzt für 120.000 oder so. Und somit hätten wir jetzt theoretisch 200.000 Liter Speicherkapazität. Wenn wir jetzt mal hergehen und schauen, 100.000 Liter. Da sind aber mehr drin. Da sind wesentlich mehr drin. Ich glaube 120.000 oder 170.000, irgendwie sowas. Also ist ein kleiner Unterschied, ja. Ich weiß es bloß nicht mehr genau, wie viel. Das Problem ist, im Multiplayer wird dir das nicht angezeigt. Warum auch immer. Es ist nun mal so. Ja, das ist richtig kacke. Im Singleplayer wird es dir angezeigt.
Deswegen ist das alles noch ein bisschen verpackt. Ich habe auch schon auf Twitter mit der offiziellen Farming Simulator Seite da mal einen Bugbericht in diesem Sinne hingeschrieben. Die haben mir auch geantwortet, dass das eben bekannt ist und dass sie dabei sind, es zu fixen. Genau. Das soweit mal dazu. Und dann würde ich sagen, glaube ich, sind wir in dem Bereich hier alles durch. Geld fließt auch keins mehr von der BGA, sehe ich gerade. Schauen wir mal hoch. Der müsste näher sein. Ist das Ding jetzt leer? Jetzt stehen wir hier unten. Das Ding schaut relativ leer aus. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Damit können wir leben. Ich würde sagen, ich mache mal kurz eine kurze Pause. Schauen wir mal an, wie das Ganze jetzt so ausschaut, was wir jetzt bis hier aufgenommen haben. Dann werde ich ein bisschen Zeit vorspulen, damit wir den nächsten Silo angreifen können. Und dann wird es wahrscheinlich sowieso zum Ernten sein. Und in diesem Sinne, bis gleich. So, da sind wir wieder. Einige Zeit Ingame-Stunden später. Schauen wir mal, ob sich das überhaupt lohnt mit der Schaufel oder ob wir da gleich... Ich glaube, wir müssten ein paar Grasballen machen, Leute. Weil wir haben kaum noch Grasballen. Ich habe hier einmal mit dem Ladewagen eine große Ladung abgekippt, um so kleinere Gras-Fehldefizite, wenn man das so nennen kann, aufzufüllen. Das seht ihr an dem kleinen Berg, den ich hier reingekippt habe. Einmal links wäre Heu, dann wäre Gras und dann ist noch Stroh. Und ihr seht hier, wir haben auch einiges an Ballen da. Sowohl Heu als auch Stroh, als ja nicht mehr so viel Grasballen eben. Silage ist auch bald leer, da müssen wir dann auch irgendwann mal vielleicht ein kleines Feld mit Mais mal ansäen und das dann zu Silage machen. Geht, glaube ich, schneller, als wenn wir mit Gras Felder ernten. Im Sinne von Gras-Silage machen. Denn für die Tiere wirklich Gras angebaut haben wir eigentlich so nirgends. Das Einzige, was Gras hat, ist Feld 16. Und darauf haben wir einige Male Pappeln gesetzt und probiert. Das ist unser Testfeld sozusagen. Aber ansonsten wirklich ein Grasfeld haben wir nicht. Wir haben einmal Feld 26 komplett mit Gras angesät. Feld 26, seht ihr, das größte, was wir haben. Und das war echt witzig. Daraus haben wir eben die ganzen vielen Heuballen bekommen. Da haben wir alles gleich zu Heu gemacht. Wie viel brauchen die denn noch? Gras, ah, okay, jetzt haben wir es dann bald. Stroh nochmal, eine Schaufel, ein bisschen was, Wasser noch. Kraftfutter müsste ich, glaube ich, eh noch einen vollen Mischtank haben. Dann geht es denen hoffentlich wieder ganz gut. Ich hoffe, oder ihr habt gerade gesehen, 42 Kühe haben wir. Mal schauen, vielleicht erweitern wir das Ganze heute vielleicht nochmal ein bisschen. Ole wird da wahrscheinlich nicht so begeistert drüber sein. Aber ja. Diese schönen Kühe, die bringen richtig viel Geld. Wenn wir da mal in der Preisstatistik schauen. Da. Einnahmen, verkaufte Milch. 11.000. Also mittlerweile machen 11.000 am Tag nur mit Milch. Es reicht leider immer noch nicht für mein geplantes Ziel, irgendwann mal die Betriebskosten Fahrzeuge reinzuarbeiten. Wir haben fast 25.000 am Tag, die wir laufende Kosten für Fahrzeuge haben. Das ist richtig krass. Aber nun ja, hilft halt nichts. Muss halt sein. Und deswegen ist das, glaube ich, mit den Kühen eine gute Möglichkeit, um die täglichen Kosten, sagen wir mal, geringer zu halten. Ja, also jetzt statt 25.000 haben wir halt jetzt nur noch knapp 15.000, die wir am Tag im Prinzip uns flöten gehen. Denn ich muss sagen, mit den Schweinen ist das so eine Sache, die sind immer ein ganz gutes Zwischengeld. Ihr seht, wir haben jetzt aktuell zum Beispiel, da sind sie, 20 Schweine. Wir haben mal angefangen, ich glaube, mit 3 Schweinen oder 4, und die haben sich dann immer ganz gut vermehrt. Wir haben auch schon etliche verkauft immer wieder mal. Meistens habe ich welche weggefahren, 9 Stück, und habe dafür 6 Kühe gekauft. Ging sich zwar nicht ganz aus, weil für ein Schwein bekommst du 1.200, glaube ich sogar, wenn du selber wegfährst. Also noch die Überführungsgebühren, aber das war es dann auch schon. Und eine Kuh kostet 5.000. Also es ist halt nicht so wirklich, wo ich sage, ja, das lohnt sich jetzt fett, weil du musst sie halt dann auch noch gut mit Essen versorgen und so weiter. Ja, es ist schwierig. Ole sagt, Schweine sind cool. Ich muss echt sagen, es sind auch ganz witzige Tiere. Ich mag die Schweine lieber als die Schafe. Die Schafe gehen mir eher auf den Sack, muss ich sagen. Sie brauchen zwar nicht viel, aber... Ja, keine Ahnung. Also wirklich Geld damit jetzt groß im großen Stil zu verdienen. Ich meine, wir können, glaube ich, mit derselben Anzahl Schafe nicht so viel Geld machen wie mit derselben Anzahl Kühe.
Glaube ich jetzt. Ich habe es noch nicht getestet, ich weiß es nicht genau. Aber käme mir auf jeden Fall ein bisschen strange vor, wenn dem so wäre. Man muss auch dafür sagen, dass die Schafe natürlich wesentlich günstiger sind. Ich glaube, da kostet ein Schaf ein Tausender weniger als eine Kuh. Eine Kuh kostet 5000, wie gesagt. Und ein Schaf 4000, glaube ich. Und ein Schwein, wie gesagt, 3000. Zum Verkaufen kosten aber alle dann wiederum, bekommst du für jedes Schwein, Schaf, Kuh, bekommst du jeweils plus 1000er. So, jetzt, bevor ich hier noch weiter so viel Blödsinn erzähle, holen wir uns den Kraftfutterhänger. Den habe ich, wie gesagt, letzten Mal schon vorbereitet. Das Minimum an Gras, beziehungsweise Minimum an Strom, Minimum an Heu, das Maximum an Silage, weil es einfach am einfachsten geht. Und drin damit. Ausschalten, können wir direkt gleich weiterhüpfen zum nächsten. Und das Licht hier drin ist echt richtig cool. Und ich schätze mal, ja, die anderen Felder sind schon gewachsen. Das heißt, wir springen auf unseren neuen Drescher. Hier können wir auch mal noch sauber machen. Das ist übrigens ein kleiner JCB-Kompaktlader. Den finde ich eigentlich... Er ist ein bisschen schwierig zum Lenken. Ich habe zum Beispiel jetzt eigentlich gerade nirgendwo hingelenkt. Aber er fährt trotzdem noch immer ewig. Und braucht auch wieder ewig. Ich habe jetzt gerade ewig schon nach links gelenkt. Keine Ahnung. Ist ein ganz witziges Ding. Für hier oben, für die Schweine zum Saubermachen, ist es eigentlich immer ganz cool. Silo ist übrigens fertig fermentiert worden. Zumindest das erste, das andere noch nicht, glaube ich. Genau, das ist bei 31%. Das andere ist, wie gesagt, fertig. Dann öffnen wir das Ganze einfach mal und dann schauen wir mal, wie viel Liter hier drin sind. Verkaufen werden wir es allerdings nicht, denn die Preise sind aktuell nicht so der Burner. 231 und wie gesagt, so tief unten möchte ich es eigentlich nicht verkaufen. Sonnenblumen wären aktuell richtig, richtig gut. Bloß da haben wir nichts. Wir hätten jede Menge Sojabohnen, jede Menge Gerste. Aber wie gesagt, nicht so einfach. So, hier drin sind 700.000 Liter Silage. Damit sollten wir erstmal wieder ein bisschen auskommen. Wenn du aber jetzt bedenkst, das Silo hier ist komplett voll. So viel, wie wir halt reinbekommen haben durch den blöden Bug hier. Ich schätze mal, hier ist es nicht viel mehr. Ein bisschen mehr vielleicht, weil hier haben wir ein bisschen... Vielleicht schaffen wir hier sogar die Million. Aber hier drüben, wenn du schaust... Hier drin sind schon fast 500.000 Liter. Und das Silo ist, keine Ahnung, ein Fünftel voll, ein Viertel voll, keine Ahnung. Also im Verhältnis zu dem, was wir hier drüben haben, ist es krass, wie viel du eigentlich reinbekommst. 700.000 Liter, drüben 500.000 Liter schon fast. Also wenn du das richtig aufhäufst und richtig verdichtest, theoretisch, bekommst du da richtig viel rein. Da habe ich mal ein Video gesehen auf YouTube, der hatte auch einen fetten Livestream am Laufen. Keine Ahnung, 20 Leute oder sowas dran drauf oder 16 beziehungsweise mehr geht ja nicht. Und die haben alle Felder mit Mais angesät gehabt und haben alle Silos hier zugefüllt mit Mais-Silage und in jedem Silo waren so knapp 2 Millionen Liter drin. Und das sah echt ganz cool aus, weil du konntest von einem Silo auf den anderen rüberfahren. Also das hatte was. So, der ist schon wieder fast fertig, der ist auch am Laufen. Der hat ausgekippt, komplett alles rein, haben die echt so viel gebraucht? Oh ja, mittlerweile sind sie echt am relativ großen Verbrauch. Dann würde ich sagen, machen wir einfach gleich nochmal eine Ladung voll, oder? Fahren wir da wieder ein bisschen zurück, damit es denen auch ja schön gut geht und uns schön Milch bescheren. Man muss halt immer ein bisschen abwägen, weil der Füllstand, was du einem, wenn du einmal aufgefüllt hast komplett, dann reichte der Füllstand für 6 Tage normal. Also 6 Ingame-Tage, solange kommen die Tiere damit aus, ohne dass sie... ohne dass sie wieder was Neues brauchen. Und das finde ich eigentlich dann echt ganz cool. Das Einzige, was halt immer, wo du halt dich immer darum kümmern musst, ist um die Sauberkeit. Ist ein interessantes Feature, muss man sagen. Somit musst du dich halt auch nebenbei mal um deine Viecher kümmern und nicht nur immer, ja, einmal und nie wieder. Aber ich muss sagen, es ist halt auch, ja, es ist halt schwierig. Es ist zum Teil halt sehr nervig, weil du halt immer, vor allem am Anfang, wenn du halt noch nicht so viele Fahrzeuge hast, und dadurch, dass die ganzen Höfe halt verteilt sind, der eine ist unten bei Feld 27, dann ist bei Feld 11 und der nächste wieder bei Feld 7. Du brauchst halt im Prinzip mehrere Traktoren oder... Oh, die glitschen eher weg, hä? Schaut nicht so aus, als hätte ich den gescheit auf der... auf der Gabel. Teleskoplader wäre vielleicht mal noch eine interessante Sache. Aber wenn man da vorsichtig ist, dann geht's schon. Helfer C hat die Arbeit beendet. Sehr schön.
Und wenn ich hier nicht im Aufnahmemodus wäre, dann würde das Ganze auch schneller gehen, weil jetzt aktuell habe ich gerade 25 FPS. Da ist das natürlich dann nicht so flüssig. So, holen wir uns einen Strohballen von hier oben. Und schmeißen den hier oben rein. Genau, dann brauchen wir natürlich noch einen Heuballen. Die haben wir da vorne alles schon aufgestapelt. Die vordere Reihe. Ich bin mir nicht sicher, woran genau das liegt, weil ich glaube nicht, dass da irgendjemand dagegen fährt. Aber durchs jedes Mal neu laden scheinen die wohl ein bisschen rumzubacken zum Teil und wandern dann anscheinend ganz gern. Weil wenn ihr euch das so anschaut, wie schief die zum Teil stehen. Wie gesagt, also meines Erachtens waren die so schief noch nicht am Anfang, wo ich die abgestellt habe. Aber naja, vielleicht habe ich es auch zu eng zusammengestellt oder sowas. Ich weiß es nicht. Hauptsache es funktioniert. Soweit alles. So. Ballengabel können wir wieder wegpacken. So. Kuh abhängen. Einfach hier weggestellt. Schaufel wieder ran und den Rest, wie gesagt, mit Silage auffüllen. Weil die Silage im Endeffekt ja natürlich viel günstiger ist als das Stroh. Beziehungsweise Stroh, nicht in dem Sinn, sondern als Heu. Weil Stroh kannst du im Prinzip eh bloß Minimum einfüllen. Da würde dir theoretisch auch irgendwas reichen. Also du brauchst ja bloß 1%, glaube ich, an Stroh. Und das zählt schon. Also Stroh könntest komplett eigentlich weglassen. Im groben Sinne gesagt. Wichtig ist halt Heu und Silage. Und da Heu, wie gesagt, teurer ist im Prinzip zu machen als Silage, machen wir das Ganze natürlich mit Silage. So. Dann füllen wir hier mit ein paar Schaufeln das Ding auf und dann kippt man das wieder ab und ja, mal schauen, vielleicht brauchen sie sogar nochmal einen Hänger voll. Da passen zwar schon, ich glaube 16.000 Liter oder sowas sind da drin. Also es passt schon einiges rein. Aber ja, die fressen halt auch viel, die Viecher. Aber mal, hin und wieder muss man sich halt darum kümmern. Ich habe meine Kühe, hole seine Schweine und die Schafe, ja, keine Ahnung. Die haben wir halt einfach so da. Aber wirklich darum kümmern tut sich eigentlich so gesehen, jetzt sage ich mal, keiner mehr um die. Also ich fahre da ganz selten hin, darum schauen die auch aus, als wären sie, naja, egal. Nicht so wichtig. So, ein bisschen Silage brauchen wir noch. Was ich interessant finde, hier bei dem Silo kann man es richtig schön rauskratzen. Beim BGA-Silo, da bleiben an den Rändern immer so komische Reste über und die kannst du ums Verrecken nicht rausnehmen. Also ganz, ganz komisch. So, den Rest wieder hierher. So. Weil die Schaufel, die braucht man dann immer leer, um eben den vorderen Bereich wieder sauber machen zu können. Oder um bei unserem Gewächshaus Mist nachzufüllen. Denn das bringt uns auch noch mal ein bisschen so Nebengeld. Das ist eigentlich eher so, um den Unterhalt der Gebäude zu finanzieren. Aber wirklich Gewinn daraus machst du damit nicht. Irgendwann wird es vielleicht mal ein Windrad geben. Mal schauen, ob wir da noch die Möglichkeit dazu haben. Schauen wir mal, passt da echt wieder alles rein? Ach, okay. Gerade nicht mehr. Hatte schon Angst, dass wir wieder nachfüllen müssen, aber jetzt hat es zum Glück gereicht. Hier liegt auch noch ein bisschen Restliches. So, dann hängen wir das Ding mal ab und füllen noch kurz Wasser auf. Das ist natürlich auch wichtig. Der Helfer-Ding wäre eigentlich schon mal fertig, gell? Den hätte ich vorher schon mal umsetzen können. Der soll nämlich, nachdem jetzt die beiden Felder hier schon mal fertig sind, gleich mal unten anfangen. Und wir hätten eigentlich auch schon mal den Helfer fürs Dreschen anlegen können. Fällt mir gerade so auf. Den schmeißen wir jetzt auch gleich noch an, weil momentan bin ich alleine. Ole ist ein bisschen Bad Wars spielen und Jojo auch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ansonsten Rie macht auch irgendwas Minecraft-mäßiges. Drum habe ich mir heute mal gedacht, als erste Folge hier im Singleplayer-Modus sozusagen, im Single-Multiplayer-Modus, machen wir das Ganze mal alleine. Da hat das Ganze gut gepasst und wie gesagt, vielleicht ändert das Ganze dann sich wieder auf Livestreams, weil vorher hätte ich eigentlich schon des Öfteren noch Livestreams zu machen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. So, dann füllen wir das Ding auf und wie gesagt, eigentlich wollte ich den neuen Thresher anschalten. Der Thresher steht hier. Piep dich erstmal fett an. Und dann holen wir das neue Schneidgebiss raus. Wir machen es nicht so wie Ole und fahren das Ding mit dem Seitenspiegel.
rückwärts hinter. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit drüben. Müssen wir uns so rausdrehen. Das wird eng. Das wird eng im Sinne von, das wird nix. So. Und der Drescher hat natürlich den riesengroßen Vorteil im Vergleich zum alten, den wir hatten. Das Rohr ist nämlich breit genug, um endlich das so weit fertig zu machen, dass du quasi nicht jedes Mal scheiße halt hinkommst mit einem Entleeren. Und was auch noch der Fall ist, beim alten Drescher ist das Schneidwerk, wenn du es dran hattest, immer der Drescher gewandert. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob es so geplant sogar war, damit du quasi eigentlich halt den offiziellen Drescher dafür hernimmst. Denn der ist, wenn du im Stand warst und das Schneidwerk dran hattest, immer so leicht nach links abgedriftet. So, auf, zu und wieder geh. Und das Ding, das geht schon echt ab. Mit 40 km/h ist das Ding nicht ohne. So, wir schalten das Ding an. Schauen uns erstmal noch die Rundumleuchten an. Schaut auch nicht schlecht an. Und ich muss sagen, das Ding hört sich schon echt cool an. So, und wir geben Gas. Und ja, da wackelt nichts. Ich lasse gleich mal die Hälfte stehen, aber egal. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Lags und die FPS-Zahlen, die geringen, die ich jetzt aktuell habe. Aber da merkst du schon, da wackelt nichts, da zittert nichts. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich übrigens mit dem Drescher fahre. Nach 1,6 Betriebsstunden schon wieder. Echte Stunden übrigens, keine Ingame-Stunden. Ich habe den nämlich bloß zum Hof gefahren, dann musste ich auf und dann hat den eigentlich mehr oder weniger Jojo übernommen. Aber das Ding ist schon geil, da wackelt gar nichts, der sitzt ruhig. Innen ist es wieder super leise. Also da muss ich sagen, der gefällt mir echt gut. Ja, haben wir gut gekauft. Auch wenn ich schon wieder, wie gesagt, die Hälfte stehen lasse. In diesem Sinne, stellen wir hier mal ein Helferchen ein. Der wartet hier noch brav. Dann müssen wir mal zu dem anderen schauen. Und der wird sich dann jetzt wahrscheinlich mit der anderen Sämaschine begnügen müssen. Beziehungsweise, so lange werde ich nicht mehr da sein. Weil wir haben überlegt, entweder jetzt als nächstes dann wieder Dings anzusäen. Sonnenblumen, weil da haben wir eben nichts mit dem Tank. Wir haben jetzt alles eigentlich relativ aufgefüllt gehabt. Wir hatten fast 200.000 Liter Raps drin. Wir hatten haben 150.000 Liter Gerste oder so. Fast 200.000 Liter Sojabohnen, glaube ich. Und dann haben wir gedacht, das nächste Mal wieder Sonnenblumen. Aber jetzt habe ich letztens den Raps verkauft. Unten habe ich schon Raps angesät. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal eine extra Runde Raps. Schade dann nicht. Wenn ihr euch fragt, warum nehme ich denn die kleine Sämaschine her und nicht die große, die ist nämlich fast doppelt so breit wie diese hier. Der Vor- bzw. Nachteil von der großen ist, der Vorteil offensichtlich, sie ist doppelt so breit fast. Der Nachteil ist, du musst davor grubbern. Sprich, mit einem blauen großen Teil drüber fahren, damit du säen kannst. Bei diesem Gerät hier ist der Grubber theoretisch schon in die Maschine eingebaut und du kannst quasi zwei Arbeitsschritte auf einmal machen. Dafür halt musst du halt länger fahren. Also hat beides Vor- und Nachteile. Wenn ich alleine bin, jetzt so wie hier in dem Moment, dann nehme ich meistens eigentlich die Sämaschine her, weil du einfach weniger Fahrzeuge brauchst, beziehungsweise schneller agieren kannst. Du hast nur einen Helfer eingestellt, musst dich nicht um zwei kümmern. Und somit ist das eigentlich immer ein größerer Vorteil. Wir lassen den anderen noch ein bisschen Vorsprung. Sprich, wir warten noch ein bisschen. Der steht hier rum, der steht da rum. Die stehen, wie gesagt, alle richtig schön in der neuen Halle drin. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Der Scorpion King, der steht hier oben am Wald. Hier haben wir auch schon wieder ein bisschen angefangen. Ist das alles an Licht, was ich habe? Anscheinend. Hier haben wir auch schon wieder ein bisschen angefangen in dem Wald. Aber wie gesagt, hauptsächlich sind wir jetzt dabei, die neuen Wälder, die wir selber angesetzt haben, zu, wieder abernten. Im Sinne von Hackschnitzel vor der Forever. Und ja, liebe Leute, das war eigentlich so der Zwischenstand des aktuellen Geschehens. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das in Zukunft eher wieder auf Livestreams beziehen. Vielleicht kommt auf jeden Fall mal wieder ein Livestream. Ich weiß auch nicht, ob wir dann in dieser Folge hier bleiben, also in dieser Welt bleiben wollen, oder ob wir mal unsere neue eigene Singleplayer-Welt machen wollen. Momentan bin ich noch eher hier richtig geflasht, oder was heißt geflasht, richtig angebunden an diese Welt. Multiplayer, wir haben aktuell über 200 Stunden Spielzeit auf dieser Welt. Multiplayer allerdings halt ein Server, der nicht rund um die Uhr läuft, sondern immer nur, wenn einer drauf ist. Also immer, wenn keiner mehr drauf ist, dann schaltet der Letzte den Server aus. Sprich, der Server lief eigentlich bis auf eine Nacht, ganz am Anfang, wo wir das nicht wussten, lief der komplett
nur dann, wenn jemand da war. Und das ist schon echt krass. Das ist schon richtig krass. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne, der steht hier. Da kann er gut stehen. Ja, genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Haut da rein. Danke fürs Zuschauen. Würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Und natürlich auch über einen Kommentar. Und das Abo sowieso. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.